Hi, die Verlogenheit im Wahlkampf hat neue Höhen erreicht und wir müssen einmal kurz darüber reden. Ganz konkret kursiert gerade eine Erzählung, ein Narrativ und das geht ungefähr so. Klimaschutz ist was für Reiche. Klimaschutz ist ein Privilegiertenprojekt. Klimaschutz muss man sich leisten können. Und die Logik dahinter ist die, Klimaschutz heißt, es gibt unter anderem einen CO2-Preis und das wiederum heißt, Dinge werden teurer. Und das heißt, manches können sich nur noch die Reichen leisten und andere eben wiederum nicht. Und es ist ein wahnsinnig prominentes, populäres Narrativ. Ich höre das von überall. Menschen kommen zu mir und sagen, Luisa, das mit dem Klimaschutz, das finde ich ja alles gut. Aber das muss man sich ja auch leisten können. Und es wird politisch befeuert wie sonst was. Das hört man von Sarah Wagenknecht, das von den Linken, das hört man von den Sozialdemokraten. Und das hört man auch immer wieder von der Union. Und dann stellt sich ein Armin Laschet hin und sagt also, nee, das mit dem CO2-Preis, was die anderen da wollen, wenn das so hoch ist, nee, das geht nicht. Denn es gibt ja Menschen in diesem Land, die können es sich nicht leisten, einen Flug nach Mallorca zu bezahlen, wenn er dann 70 Euro mehr kostet durch den CO2-Preis. Und da hat er erstmal recht. Total valider Punkt. Ist das also der Moment, wo Armin Laschet die armen Leute verteidigt? Ja, fast. Wenn die Sache nicht so verdammt verlogen wäre. Denn das Problem ist ja nicht der CO2-Preis an sich. CO2 verursacht in der Welt einen realen Schaden und der muss irgendwo eingerechnet werden. Das Problem entsteht erst dann, wenn Menschen es sich eben nicht leisten können, 70 Euro mehr zu bezahlen für den Flug. Und wenn man jetzt wirklich ehrlich wäre, wäre die allererste Frage, die man sich dann stellt, wie kann es sein, dass wir in einem Land leben, in dem es Menschen gibt, die sich 70 Euro mehr für ein Flugticket nicht leisten können? Liegt es vielleicht daran, dass die Mindestlöhne seit Jahren nicht so steigen, wie sie steigen müssten? Liegt es vielleicht daran, dass die Menschen in diesem Land immer mehr Miete zahlen? Liegt es vielleicht daran, dass wir ein strukturelles Problem mit Kinderarmut haben und dass Kinder, die in Armut geboren werden, da sehr, sehr schlecht wieder rauskommen? Liegt es vielleicht daran, dass wir die Reichen so wenig besteuern, sie fordern jetzt schon selbst ein, mehr besteuert zu werden? Liegt es vielleicht daran, dass man noch immer kein Konzept gefunden hat, mit Arbeitslosen in irgendeiner Form von Menschenwürdigkeit umzugehen? Liegt es vielleicht daran, dass man einfach fucking jahrzehntelang so unsoziale Politik gemacht hat und soziale Ungerechtigkeit befürwortet, bestärkt oder zumindest legitimiert hat, Armin Laschet? Was hier effektiv passiert, ist, dass man Umstände, die man selbst geschaffen oder zumindest legitimiert hat in Regierungsverantwortung, als Ausrede und Vorwand nutzt, um eine Klimakrise nicht so aufzuhalten, wie man es machen müsste. Was heißt das im Umkehrschluss? Die Alternative zu Klimaschutz ist ja einfach Klimakrise. Das ist ja die Auswahl, die wir haben, Klimaschutz oder Klimakrise. Und indem man sich gegen Klimaschutz entscheidet, in aller Radikalität und Schnelle und Effektivität, wie man es bräuchte, sagt man halt eigentlich, unausgesprochen, ja zur Klimakrise. Und wen trifft denn jetzt die Klimakrise, wenn sie weiter eskaliert, weil wir sie nicht aufhalten? Wen trifft die denn am meisten? Stimmt, es sind genau diejenigen, die Schwächeren, die Armen, die weniger haben. Wer hat vielleicht eher einen großen Garten? Wer ist näher an den Orten, wo man eben ein bisschen so Urlaub machen kann? Stimmt. Diejenigen, denen strukturell besser geht, den besser verdient denn. Und wen trifft diese Hitzemelle am meisten? Stimmt. Diejenigen, die kränker, schwacher, weniger verdient sind. Diejenigen, die strukturell in zu kleinen, hitzigen Wohnungen wohnen, die sich nicht leisten können, mal eben so ein bisschen frei zu machen, die nachts vielleicht nicht lüften können, weil die Straße draußen so laut ist, die Abgase direkt abbekommen und die Hitze obendrauf. Mehr Klimakrise heißt mehr soziale Ungerechtigkeit. Die logische Antwort auf die Situation wäre also dafür zu sorgen, dass wir so schnellen, radikalen, effektiven, nachhaltigen Klimaschutz wie möglich haben, der sozial nachhaltig aufgestellt ist, dass er eben die Menschen nicht zusätzlich belastet, sondern tendenziell eher entlastet. Wie das gehen kann, liegt auf dem Tisch. Es gibt unzählige Beispiele, Berechnungen von Ökonomen und Ökonomen, Instituten, überall gibt es die Vorlagen, die zeigen, wie kann das aussehen. Wer in Deutschland nachhaltigen, sozial gerechten Klimaschutz machen möchte, kann das machen. Aber so zu tun, als würde man irgendwelche armen Menschen verteidigen, indem man weniger Klimaschutz macht, ist praktisch doppelt verlogen. Wenn man weiß, dass mehr Klimakrise mehr soziale Nachbenachteiligung schafft und weil man eben aber auch feststellt, wenn man Klimaschutz gerecht aufstellt, dann kann er soziale Entlastung schaffen. Und weil wir wissen, dass Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit sich nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig bedingen, nennen wir das Ganze Klimagerechtigkeitsbewegung. Und weil wir auch wissen, dass politisch nichts in die Gänge kommt, wenn wir nicht auf die Straße gehen, machen wir das. Jeden Freitag von jetzt bis zur Bundestagswahl sind wir auf der Straße und kämpfen gemeinsam für ökologische und soziale Gerechtigkeit. Es gehört zusammen und wir lassen uns nicht abwimmeln oder kleinkriegen, weil eine andere Welt eben möglich ist.